Hi zusammen, wie ihr alle wisst, habe ich Blitzmerker erst vor kurzem bemerkt, dass es in dem Markendiscounterladen TK Maxx auch Kosmetik zu kaufen gibt. Und ich war kurz nachdem ich die Benefit Lip Glosse gekauft habe, nochmal im TK Maxx, um den Laden nochmal genauer zu inspizieren, um in jeder Ecke nachzugucken, ob ich noch irgendwie so ein Kosmetik-Schnäppchen à la Benefit finde. Und ich war erfolgreich, und zwar habe ich dann Kosmetik, also Schminke von der Marke Gemma Kit Make-up School dort gefunden. Und ich weiß nicht, ob euch die Marke was sagt, aber wenn ihr zum Beispiel die Gurus aus den UK verfolgt, Pixie Woo oder auch Pixie Tuvu, dann wisst ihr, dass die auch sehr oft Gemma Kit Produkte in ihren Videos verwenden, und ich bin ein riesen Fan von Pixie Woo. Deswegen war ich da total glücklich drüber, dass ich da von Gemma Kit Sachen gefunden habe, weil die gibt es ja eigentlich sonst nirgends in Deutschland. Und ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen durchgeblickt, warum es Benefit und Gemma Kit im TK Maxx gibt, weil TK Maxx ist ja ein Waren-Discount-Haus aus England, und somit gibt es die ganzen Produkte aus England auch im TK Maxx, auch in Deutschland. Und ich zeige euch mal, was ich mir von Gemma Kit geholt habe, und zwar so eine kleine süße Palette in Form eines kleinen Büchleins. Und da ist so eine Karikatur drauf, die mir persönlich jetzt nicht unbedingt gefällt, aber es gibt bestimmt welche, die das süß finden oder so. Und das ist die Palette Midnight Jewels, steht hier drauf. Und hat so einen Magnetverschluss, plopp, kann man hier öffnen und dann so öffnen. Und hier drin befindet sich ein riesiger Spiegel. Und ihr seht jetzt wahrscheinlich meine Kamera. Hallo. Ja. Und hier drin befindet sich erstmal so eine Schutzfolie. Und ich versuche diesmal diszipliniert zu bleiben und diese Schutzfolie nicht zu verlieren. Und das ordentlich abzudecken. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht. So schaut die von innen aus. Und wir haben hier einen für mich total überflüssigen Schaumstoffapplikator. Flop, Müll. Dann haben wir hier so einen kleinen Tiegel. Sagt man dazu Tiegel? Ein kleines Tübchen. Und zwar ist das ein silberner Glitzer-Lidschatten, der lose ist. Quasi wie ein Pigment. Und dieser Glitzer-Lidschatten ist auch sehr stark pigmentiert, ist sehr, sehr fein, ist halt kein grober Glitzer. Und ich finde total scheiße an diesem Teil, dass da dran direkt ein, ja, wie bei einem Lipgloss so ein Schaumstoffapplikator dran ist, den man dann mit rauszieht. Das seht ihr dann in der Swatchcam, weil dieser Schaumstoffapplikator viel zu dick ist für diese schmale Öffnung. Und wenn ihr das dann rauszieht, das werdet ihr merken, explodiert das Glitzer da drin förmlich und es landet überall. Also ich habe mich beim ersten Mal, weil ich das gar nicht erwartet habe, habe ich das Ding rausgezogen, habe mich komplett damit eingesaut. Also das fand ich total doof. Dann beim zweiten Mal war ich super vorsichtig. Ich habe das Ding in Zeitlupe rausgezogen und trotzdem war es überall auf meiner Hose. Ja, Feenstaub. Ansonsten finde ich den von der Qualität her sehr gut. Ist halt so sehr gut pigmentiert, seht ihr auch in der Swatchcam. Und dann haben wir hier oben einen Creme-Lidschatten, der ziemlich weiß aussieht auf den ersten Blick, ist aber, also zumindest bei mir aufgetragen, eher so ein helles Silber. Und den könnt ihr entweder einzeln verwenden als separaten Creme-Lidschatten oder ihr könnt es auch als Base verwenden. Ich persönlich werde es als Base verwenden, das bedeutet als Lidschattengrundierung unter dem Puder-Lidschatten, damit der Puder-Lidschatten, den ich dann da drauf auftrage, länger hält. Und das habe ich heute auch gemacht. Ich trage heute diesen schönen Bronzeton, der schön schimmert. Und ist halt eine bräunliche Nuance, und die trage ich heute auf meinem beweglichen Augenlid. Und dann gibt es hier unten noch einen wunderschönen dunkelblauen Lidschatten, der schimmert auch. Und zwar nennt Gemma Kit diesen Lidschatten, Moment, das stand irgendwo. Also Gemma Kit nennt diesen blauen Lidschatten einen Wet Dry Eyeshadow. Das heißt, den könnt ihr sowohl trocken als auch auf einer feuchten Grundlage benutzen. Sprich, wenn ihr den auf einem Eyeliner-Pinsel feucht auftragt, dann gilt das als Flüssig-Eyeliner. Also kann man da für Zweck entfremden. Habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert auch. Und ja, die zwei Lidschatten sind auch sehr gut pigmentiert, finde ich. Also bisher finde ich alles hier dran positiv, bis auf diesen Glitzer, dass der so explodiert in der Packung. Und dann ist hier noch ein Lipgloss drin. Das ist auch so ein Bronze-Lipgloss, würde ich sagen. Und den habe ich heute nicht drauf, aber ihr werdet ja die Farbe sehen in der Swatchcam. Ja, und so schaut das ganze Stück aus.
und ist eigentlich ganz süß. Und der Hammer daran ist der Preis natürlich. Dieses gute Ding würde nämlich normalerweise 24 Euro kosten, hat bei TK Maxx aber nur 5,99 Euro gekostet. Also da war ich total begeistert. Und als ich da war, gab es dann noch 3 Paletten. Das waren die einzigen. Und jetzt gibt es da keine mehr, habe ich jetzt gesehen. Es gibt aber im TK Maxx noch andere Gemma Kid Cosmetic Sachen. Und zwar gab es dann noch, was war denn da? Ein Make-up gab es da. Da gab es so ein Kombi-Pack. Also da war so eine ganze Plastikpackung mit 5 verschiedenen Gemma Kid Sachen drin, die eigentlich zusammen den Wert von 60 Euro circa haben. Hat aber nur 12,99 Euro gekostet. Ich habe mir die Sachen jetzt nicht gekauft, weil ich die Sachen, die da drin waren, eigentlich nicht brauche. Ja, und deswegen habe ich es schweren Herzens da gelassen. Aber eigentlich brauche ich diese Sachen ja auch nicht. Aber diese Palette musste ich haben, weil die mir so gut gefiel. Wie gesagt, das ist die Midnight Jewels Palette. Und was ich gerade sagen wollte, da gibt es halt im TK Maxx auch noch so noch andere Sachen von Gemma Kid. Da müsst ihr mal gucken, ob es das bei euch im TK Maxx auch gibt. Jo, und das war meine kurze Review über die Gemma Kid Palette, die ich hier habe. Und jo, diejenigen, die jetzt bis zum Ende mitgeguckt haben, die werden auch noch belohnt. Ihr habt nämlich jetzt noch die Chance. Ich habe nämlich im TK Maxx nicht nur an mich gedacht, nein, sondern auch an meine lieben Abonnenten. Und ich habe eine Palette noch gekauft, und zwar ist das diese Walk-in Beauty Palette. Also dieses kleine Eyeshadow Book. Das schaut so aus. Hat auch einen kleinen Spiegel, ist ein bisschen kleiner als meine Palette. Und hat auch einen großen Bronze-Schimmerlidschatten. Also so eine warme bräunliche Nuance. Und diesen finde ich richtig geil, diesen schwarz-grauen Schimmerlidschatten, den finde ich richtig schön. Und das ist auch wieder so ein Wet-Dry Eyeshadow, den ihr auch feucht auftragen könnt, als Eyeliner zum Beispiel. Und so einen schönen, sanften Aprikot-Schimmer-Rouge-Nuance. Und dann auch einen Rouge-Pinsel und wieder so einen zweiseitigen Schaumstoff-Applikator. Der ist an einer Seite von der Größe her so eine Standardgröße und an der einen Seite läuft der so schmaler und spitz zu. Damit könnt ihr halt den Eyeliner-Lidstrich euch dann ziehen. Und diese Palette, die würde normalerweise auch 24 Euro kosten, hat bei TK Maxx jetzt auch nur 5,99 Euro gekostet. Und hier ist auch noch ein Lipgloss dran. Und diese Palette könnt ihr gewinnen. Also sprich, ich schenke diesen Palette einem glücklichen Gewinner von euch. Und dazu, ja, müsst ihr eigentlich nur in die Kommentare reinschreiben, dass ihr es haben wollt. Aber wie machen wir das jetzt? Wir machen es einfach so, wenn ihr dieses kleine Eyeshadow-Book von Gemma Kid gewinnen wollt, dann schreibt ihr einfach unten drunter einen Witz, der euch gerade einfällt. Also es kommt jetzt nicht auf die Aussagekraft des Witzes an. Der witzigste Witz wird jetzt nicht diese Palette gewinnen, sondern es ist einfach nur so, damit ich auch ein bisschen Spaß beim Kontrollieren der Kommentare habe. So, auf jeden Fall, einer von euch kann diese Palette gewinnen. Und dafür müsst ihr einfach nur Abonnent von mir sein. Also ist ein kleines, feines Dankeschön an einen meiner Abonnenten. Also müsst ihr Abonnent von mir sein. Falls ihr noch nicht 18 seid und trotzdem mitmachen wollt bei dieser Verlosung, dann solltet ihr eure Eltern fragen, ob ihr mitmachen dürft, weil wenn ihr dann gewinnen würdet, dann müsstet ihr ja mir die Adresse von euch schicken und da müssten dann eure Eltern schon Bescheid wissen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch und schaut mal vorbei, ob euch irgendwas von Gemma Kid gefällt. Und ich war ganz begeistert, als ich das gefunden habe. Jo, das war's wieder von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!